Hallöchen, hier heute am 16. Juli 2020. Auch heute bin ich hier wieder am Abend auf der Baustelle. In den letzten Tagen, man kann es jetzt hier schon am grauen Himmel sehen, war das Wetter jetzt nicht ganz so berauschend. Deswegen ist der letzte Beitrag schon wieder eine Weile her. Es hatte halt geregnet und es war hier matschig, regnerisch und nicht so besonders einladend, einfach um hier sich länger aufzuhalten bzw. zu filmen. Aber auch heute möchte ich eben hier dokumentieren, was sich in den letzten Tagen an Änderungen ergeben hat. Und für mich persönlich die wohl größte Änderung steht hier direkt neben mir. Nämlich ein niegelnagelneues Auto. Nee, natürlich kein niegelnagelneues Auto, aber wir haben uns hier tatsächlich ein Baustellenfahrzeug angeschafft, relativ günstig, und das hat viele Jahre auf dem Buckel. Wenn da jetzt irgendwie ein Kratzer reinkommt, ist das nicht so nicht weiter schlimm und tragisch. Der hat jetzt hier genau noch irgendwie 1,5 oder 2 Jahre TÜV knapp, und danach ist das wahrscheinlich ein Fall für den Schrottplatz, keine Ahnung, mal sehen. Aber das eignet sich halt hervorragend für irgendwie die Anschaffung von Material, beziehungsweise ich persönlich hatte davor halt kein eigenes Auto und bin jetzt ein bisschen unabhängiger und muss jetzt hier nicht immer irgendwie koordinieren und gucken, dass ich ein Auto zur Verfügung habe, beziehungsweise muss dann mir nicht ganz so viel Mühe und Gedanken dafür aufwenden, das Auto eben nicht zu zerkratzen und irgendwie zu verschmutzen. Die Idee dafür hatte mehr oder weniger meine Frau, und das ist tatsächlich mein erstes eigenes Auto. Und weil ich den Kauf und die Übergabe so spannend und bemerkenswert fand, habe ich auch das videotechnisch festgehalten, und das verlinke ich euch mal hier oben. Und nur um euch einen Eindruck hier zu geben von der Qualität dieses Fahrzeugs: Das ist ein alter VW Polo, ein Polo 6N, Baujahr 1997, mit, ich glaube, 1 Liter Hubraum, 50 PS. Und ja, der Lack und die Farbe ist natürlich hier bemerkenswert toll. Aber ja, er tut seinen Dienst, er fährt und er wird zumindest die Bauphase voraussichtlich oder hoffentlich überleben. Er hatte eben knapp noch 2 Jahre TÜV, das sollte jetzt erstmal ausreichen. Und langfristig brauche ich zumindest jetzt aktuell kein eigenes Fahrzeug, und die Haltungskosten und so weiter, Versicherung und Sprit und was da halt alles so anfällt, das kann ich mir ganz gut und gerne sparen, langfristig gesehen zumindest. Insofern kommt er nachher sicherlich wieder weg. Aber ja, für jetzt hat sich das eben als praktisch erwiesen oder wird sich hoffentlich als praktisch erweisen. Ansonsten ist hier auf der Baustelle tatsächlich eine Menge passiert in den letzten Tagen. Man kann es hinter mir schon erahnen, dass da eben die ersten roten Steine und Mauern sich aus dem Boden erheben. Und ja, heute ist Donnerstag, am Dienstag wurde die Bodenplatte eben gegossen, und bereits gestern am Mittwoch wurde damit begonnen, eben die ersten Reihen und Steine eben wieder zu setzen. Und heute wurde daran fleißig weitergearbeitet, und das zeige ich euch gerne jetzt mal aus der Nähe. Das hier jetzt also der aktuelle Anblick von außen gesehen zumindest. Man kann zum einen eben die roten Steine sehen, die aufgesetzt sind auf diesen Betonbunker, auf das Kellergeschoss. Und auch die grüne Isolierung im Kellergeschoss, im Erdreich nachher, ist jetzt höher als sonst. Also hier wurde weitergemacht, die eben anzubringen, damit man das dann zeitnah auch zuschütten, verschütten wieder kann. Und ansonsten fällt auch auf, dass die Brücke jetzt verschoben worden ist, und zwar zum späteren Hauseingang. Also in diesem Bereich, an dem jetzt die Brücke liegt, wird sich auch der Hauseingang befinden. Zuvor war sie ja hier vorne. Das geht jetzt halt nicht mehr, weil da jetzt schon die ersten Steine und die Außenwand eben gemauert worden ist. Und dementsprechend musste man das verschieben. Das hier ist jetzt eben das Bild, das sich ergibt, wenn man das Erdgeschoss, das zukünftige, eben betritt. Also da sieht man die Betondecke. Das ist jetzt der Rohfußboden, auf dem dann später eben der Estrich, eine Dämmung und der eigentliche Bodenbelag aufgebracht wird. Und ansonsten sieht man jetzt hier eben eine Menge Material, die Außenwände im Außenbereich und eben auch wieder die Säge und Werkzeug, das eben benötigt wird, um das Material hier zu verarbeiten. Es fällt hier auch sofort auf, dass eben das zukünftige Treppenhaus, da war ja eine wesentlich größere Öffnung zuvor gewesen, die wurde jetzt eben abgedeckt mit diesen Holzbrettern, beziehungsweise mit dieser Konstruktion hier, einfach um hier sich besser bewegen zu können, um die Wände hier, die Außenwand hochzuziehen, und darum halt, damit es weniger gefährlich ist, beziehungsweise damit auch ein bisschen weniger Wasser vielleicht hier eintritt. Man kommt nach wie vor ins Kellergeschoss über diese Leiter hier. Das Kellergeschoss, wie das da aktuell aussieht, werde ich euch nachher auch noch zeigen. Aber ja, das ist halt hier, hat sich das deutlich verändert gegenüber dem letzten Mal. Ansonsten kann man halt hier auch überall dort, wo wir das halt so vorbereitet hatten, die Leerrohre sehen, die hier aus dem Betonboden mittlerweile herausschauen. Zuvor war das ja in diese Stahlmatten bzw. in die Bewehrung halt eingearbeitet, mit den Stahlstangen, die hier herausgeschaut haben aus dem Boden. Jetzt wurde das eben in Beton vergossen. Schaut jetzt so aus der Nähe. Und die Stahlstangen wurden ein bisschen hier zur Seite gebogen, um hier Platz zu haben an der Außenmauer, an der Außenwand. Aber grundsätzlich gibt es die Leerrohre noch, und die sind soweit auch unverletzt. Diese und ähnliche Konstruktionen gibt es jetzt hier halt an mehreren Stellen, wo wir das so vorbereitet hatten. Zum einen hier eben im Kellergeschoss unter uns befindet sich hier ein Raum mit einem Rollokasten und einem Fenster.
Und ein Teil dieser Leerrohre führen eben dahin, beziehungsweise sind Zuleitungen aus dem Technik, aus dem Hausanschlussraum. Und ähnlich zum Beispiel sieht es da hinten in dieser Ecke aus, beziehungsweise es gibt halt diverse Stellen, an denen sich nachher Bodentanks befinden werden. Und ja, ich hatte das ja verdeckt gehabt mit Abdeckplan, mit Müllbeutel, einfach um das jetzt hier vor der Nässe, vor dem Schmutz, vor dem Dreck, vor dem Beton zu schützen. Das hat soweit auch super funktioniert. In einem Fall hier ist diese Konstruktion, ich hatte das irgendwie so ein bisschen weiter nach oben gebunden gehabt. Das scheint ein bisschen nachgegeben und in sich zusammengesackt zu sein. Man konnte das auch hier sehen. Kann man es relativ schlecht sehen, aber das ist tatsächlich ein bisschen in den Beton hineingerutscht. Ich habe das dann gestern noch gleich am Morgen herausgezogen. Das ließ sich noch gut entfernen. Eben, das wurde jetzt nicht mit einbetoniert. Man musste halt jetzt ein bisschen Betonreste von den Leerrohren abkratzen, abschlagen. Aber das hat im Wesentlichen hat das gut geklappt. Die Leerrohre waren soweit unversehrt. Und ich bin da guter Dinge, sofern da jetzt keiner irgendwie drauf tritt oder da die massakriert, dass das jetzt hier eigentlich geklappt hat. Also hier kann man jetzt ganz gut den Austritt zum Beispiel sehen. Der ist natürlich jetzt hier schmutzig von Beton und so weiter, aber das lässt sich gut entfernen. Und ich hoffe, dass man ganz gut mit den Leerrohren jetzt eben hier weiterarbeiten kann nachher. Ja, und hier kann man das ganz gut sehen. Es geht hier trotz alledem relativ beengt zu. Das viele Material, die große Säge bzw. halt überhaupt das Werkzeug, das man hier benötigt, nimmt relativ viel Platz in Anspruch. Insbesondere, also klar, man wird einen Teil des Materials verarbeiten und halt an den Außenwänden dann aufsetzen. Andererseits werden hier dann auch nachher die Hebebühnen wieder eingesetzt werden. Die befinden sich jetzt da ganz da hinten. Die wird man halt an den Außenwänden insbesondere verwenden, um dann nach oben zu mauern. Später werden trotzdem das relativ so offen gehalten hier, die Küche, der Ess- und Wohnzimmerbereich. Aber dennoch wird es hier ein paar Wände geben für den Flur, für das Treppenhaus, für das WC hier im Erdgeschoss. Und dementsprechend wird das wohl nur enger werden in der Zukunft, bevor das hier abgeschlossen ist im Erdgeschoss. Hier an dieser Stelle kann man eben ganz gut sehen, wie das Material verarbeitet wird. Das ist eben ganz ähnlich wie auch schon im Kellergeschoss die Innenwände zum Beispiel. Die einzelnen Steine werden eben aufeinander gesetzt, beziehungsweise nebeneinander gesetzt. Wir haben seitlich jeweils so leichte Haken, sodass sich die Steine eben ineinander verhaken können, sofern sie nebeneinander sitzen, werden mit Mörtel hier eben platziert. Und man kann auch sehen, diese Kante hier zum Beispiel, da wird nachher eben ein bodentiefes Fenster bzw. eine Tür, ein Durchgang eingesetzt werden. Dahinter wird sich der Terrassenbereich befinden. Und hier das Ganze wird eben jeweils auf Maß zugeschnitten, damit das halt hier eine saubere Kante ergibt, damit man dort eben die Tür einsetzen kann. Man kann jetzt hier auch wieder den Einsatz dieser grünen Schnur sehen. Die wurde jetzt hier gespannt von Ecke zu Ecke im Wesentlichen. Also hier ist diese grüne Schnur. Und man sieht halt, die wurde hier komplett über die gesamte Länge des Hauses gespannt und dient halt wieder als Orientierung, um jetzt hier in diesem Bereich dann die Steine schnell und einfach setzen zu können. Und man sieht eben auch, dass hier die einzelnen Teilstückchen eben sich auf gleicher Höhe befinden, beziehungsweise halt mit der gleichen Geschwindigkeit nach oben gezogen werden, einfach damit man die Schnur nur einmal spannen muss zum Beispiel und hier jetzt dann die Steine aufsetzt, dann macht man dort eben weiter und dann hat man eine gesamte Reihe und ist sich sicher, dass das eben zusammenpasst. Über den gesamten Boden bzw. die Geschossdecke hinweg verteilt gibt es halt diverse Löcher und Aussparungen. Das wurde ja zuvor mit Styropor bzw. Styrodor ist das, glaube ich, das liegt da drüben. Da wurden halt entsprechende Stückchen zugeschnitten, hier eingearbeitet und so die Form gegeben, vorgegeben. Da konnte halt der Beton nicht hereinfließen, sodass sich dieses Loch ergibt. Und auch das wurde jetzt hier in der Mauer als Schacht oder als Kanal eben weitergeführt. Und dann befindet sich an dieser Stelle zum Beispiel ein Loch nach außen. In dem Fall zum Beispiel wird das jetzt die Zu- oder Abluft der Lüftungsanlage werden. Und das dazugehörige Gegenstück befindet sich hier zum Beispiel. Auch hier gibt es ein solches Loch im Boden. Und auch hier gibt es dann die Durchführung zur Außenwand. Ich bin mir jetzt eben nicht sicher, ob das jetzt hier die Zuluft oder die Abluft ist oder andersherum. In jedem Fall gehören diese beiden Schächte zusammen und sind auch deswegen an verschiedenen Hausfassaden. Also das geht jetzt hier eben um die Ecke herum, damit man sich eben nicht die Luft, die man aus dem Haus befördert hat, wieder direkt hineinpumpt. Und solche Aussparungen bzw. Löcher gibt es hier halt zu Genüge, zum Teil in den Außenwänden. In dem Fall, das sind halt Schächte für Fallrohre bzw. für die Photovoltaikanlage sowie ein Steigschacht für die Elektroverteilung. Diesen hatten wir hier selbst vorbereitet und ausgesägt und hier den Styroporblock eben eingesetzt. Zum Teil gibt es aber auch Löcher direkt hier im Boden. Die sind in den meisten Fällen halt für die kontrollierte Wohnraumbelüftung, also für den Raum, der sich hier darunter befindet, wird eben die Zuluft oder Abluft über die Decke dann zugeführt bzw. abgeführt. Und dafür sind eben hier solche Löcher vorbereitet. Hier wird dann ein dazugehöriges Luftrohr eben nachher verbaut werden.
Zum Teil befinden sich die Styropor- bzw. Styrodorblöcke aber auch noch im Boden. Also hier in dem Fall, man kann es noch leicht erahnen, das war eben dieses Grün, was man auch von der Außendämmung kennt. Das wurde jetzt hier noch nicht entfernt. Auch der relativ große Block für den Technikschacht, den wir eben hier vorbereitet hatten, befindet sich noch hier und den muss man nachher noch entfernen. Aber dafür hat man dann später Zeit und hoffentlich auch mehr Platz, als es jetzt eben der Fall ist. Ansonsten kann man hier eben auch sehen, dass die gesamten Außenwände, beziehungsweise die erste Reihe der Steine, befindet sich halt hier immer schon an Ort und Stelle. Die wurde schon gesetzt. Man hat eben den Außenwänden schon die Struktur gegeben, die der Plan vorgibt. Und man muss da jetzt nur noch in Anführungszeichen Steine aufsetzen, beziehungsweise die halt passend zuschneiden. Aber die Grundsteine oder die erste Reihe ist halt hier schon gesetzt und gelegt. An dieser Stelle hier in der Wand gibt es vielleicht auch noch etwas ganz Interessantes. Und zwar ist es so, dass es hier in dem rechten Bereich, das wird das spätere Wohnzimmer, links davon befindet sich hier das Treppenhaus bzw. der Flur mit der Garderobe. Hier würde es noch eine Wand, eine senkrechte Wand geben, die das eben voneinander trennt. Und man kann hier sehen, dass der Stein bzw. dieser ganze Abschnitt ein Stück weit herausschaut. Und das hat folgende Bewandtnis. Und zwar ist diese Wand hier 24 cm tief, während die Wand hier im Bereich des Flurs 30 cm tief ist. Also man kann das hier sehen, das sind eben diese 6 cm, die hier überstehen. Und das zieht sich hier über die nächsten 3, 4 Meter eben bis zu dieser Stelle hier. Also hier kann man das Gegenstück dazu sehen. Hier wird es dann wieder etwas enger mit 24 cm tief. Und hier wird es auch wieder eine senkrechte Mauer geben. Und hier wurde einfach die Außenwand verstärkt, vermutlich aus statischen Gründen. Das habe ich gar nicht weiter hinterfragt, auch das ist mir erst relativ spät in der Planungsphase aufgefallen und ja, wie gesagt, ich nehme mal an, dass das statische Gründe hier hat. Das waren jetzt hier also die wesentlichen Veränderungen im Erdgeschoss selbst. Jetzt geht es eben weiter ins Kellergeschoss und ich steige jetzt hier mal über die Leiter eben hinab. Bis gleich! Ich befinde mich jetzt hier im späteren Flur- und Treppenhaus. Man würde jetzt quasi dort, wo die Leiter ist, so langsam um die Ecke herum hier die Treppe hinabsteigen und ist dann jetzt hier eben im Kellergeschoss angelangt. Dann geht es hier rechts weg in diesem zunächst einmal als Abstellraum genutzten Raum oder die genutzte Fläche mit einem Fenster und dort kann man einige interessante Sachen sehen. Hier also das spätere Fenster. Man kann sehen, das hat sich gegenüber den letzten Videos doch ein bisschen verändert in der Ansicht. Zum einen wurde halt die Schalung entfernt, also das Ganze war ja hier, man kann es noch erahnen, eben mit einem solchen Holz, mit solchen Brettern eben eingeschalt und hat dem Fenster die Form eben gegeben. Man sieht auch recht schön und eindrucksvoll die verschiedenen Schichten des Betons, also das war ja die innere Innenwand, oder das innere, der innere Teil dieses Fertigelements, das war eben der äußere Teil und hier in der Mitte wurde eben der Ortsbeton hineingegossen und man kann eben schön an der Farbe und an den Übergängen die einzelnen Bereiche eben sehen. Was aus meiner Sicht nicht ganz so gut geklappt hat, ist hier im unteren Bereich des Fensters. Also zum einen gibt es da viele Lufteinschlüsse, ist ja auch klar, man kommt da mit dem Rödler eben nicht hin. Das ist ja wieder von oben hier eingegossen und man kommt jetzt hier mit dem Rödler nicht um die Ecke nach unten durch. Insofern ist das wahrscheinlich auch zu erwarten. Aber selbst hier gab es eben relativ viel, das hier irgendwie herausgeschwappt ist an der Stelle. Also da drüben schaut das nicht ganz so schlimm aus, aber gerade hier an dieser Stelle ist doch einiges an Beton ausgetreten. Das schaut jetzt nicht sonderlich schön aus. Das kann man sicherlich entfernen mit ein bisschen mechanischer Gewalt, beziehungsweise dieser Raum wird nachher eh nochmal verspachtelt mit so einem relativ dünnen Putz. Und insofern sollte das jetzt nicht weiter schlimm sein, aber man kann das schon sehen, dass das jetzt hier kein Musterbeispiel für schöne Betonierarbeiten geworden ist. Ansonsten sieht man hier auch noch relativ schön den Rollokasten. Dieser wurde ja kurz vor den Betonierarbeiten eben eingesetzt. Zuvor musste man ja aus diesen Fertigelementen mit einer großen Säge diese großflächig eben hier diesen Ausschnitt noch vorbereiten. Dann wurde dieser Rollokasten eingesetzt. Der wurde dann eben mit Bauschaum hier fixiert, beziehungsweise damit wurde die Fuge hier verschlossen. Diese wurde mittlerweile eben auch bündig abgeschnitten, sodass man jetzt hier eben die Wand verspachteln kann. Und der Rollokasten ist aus meiner Sicht jetzt soweit fertig. Man hat die Stütze jetzt hier noch drin gelassen, vermutlich um dem Rollokasten noch ein bisschen Halt zu geben, bevor eben das Fenster dann nachher eingesetzt wird. Und apropos Fenster, man sieht auch die Leere, die jetzt hier an den Kanten eben heraustreten. Eines im oberen Bereich, eines im unteren Bereich.
Und das ist eben eine Vorbereitung für die später zu installierenden Fensterkontakte. Hier sieht man jetzt relativ schön den Austrittsspalt des Rollokastens. Und zwar wird hier an dieser Stelle eben der Rollopanzer austreten und das Fenster dann eben lichtdicht verschließen. Und innerhalb des Rollokastens befinden sich zwei weitere Leerrohre, die dann eben zum Rollomotor führen und diesen mit Strom versorgen, beziehungsweise halt eine KNX-Leitung, um den Motor anzusteuern. Und das war eine relativ fummelige Angelegenheit. Also seitens der Bauarbeiter wurde mir gesagt, dass man das nicht weiter entfernen kann. Daher habe ich quasi da reingreifen müssen und das so durchgeführt. Ich bin mir nicht sicher, wie die Rollobauer dann hier das handhaben und den Motor und die Welle einsetzen. Es gibt hier halt irgendwelche Plastikeinsätze. Vielleicht kann man das Ganze trotz alledem demontieren oder so. Das werde ich dann sehen. Da bin ich eben selbst ganz gespannt, wie die Rollobauer das dann nachher machen werden. Hier sieht man jetzt zwei Schächte eben aus dem Kellergeschoss. Und zwar links den Steigschacht für die spätere Elektroverteilung, rechts einen kleineren Schacht für ein Fallrohr. Ich glaube, der wird für zur Dusche nachher, für das Abwasser der Dusche eben. Und man sieht eben, hier war vorher Styropor eingearbeitet. Das Styropor wurde entfernt und hat jetzt eben den Beton an dieser Stelle geformt. Und jetzt hat man hier schön den Zugang, um nachher hier Kabel einzuführen und diese über eine Trasse dann hier durch die Wand zu führen. Auch hier gibt es entsprechende Blöcke, die eingearbeitet worden sind, um den Beton eben nicht herunterlaufen zu lassen und um den Beton eben auch hier seine Form vorzugeben. Analog dazu hier die Fenster im späteren Büro. Also hier gibt es ja zwei Fenster, aber die sind jetzt ganz analog zu dem anderen Zimmer eben aufgebaut. Es gibt hier in der Mitte jeweils diese Stütze, um den Rollokasten einmal zu stützen. Vermutlich wird er drin bleiben, bis dann das Fenster eingesetzt wird, um den Rollokasten eben noch mal ein bisschen Halt zu bieten. Dann schauen wir jeweils zwei Leitungen seitlich links und rechts heraus für die zwei Flügel eben, für die Fenster und Verschluss, also für die Fensterkontakte, für die Verschlussüberwachung der einzelnen Flügel. Und in den Rollokasten führen halt auch jeweils zwei Leerrohre, jeweils zur linken Seite, die dann den Rollomotor steuern und mit Spannung versorgen. Und ähnlich sieht es eben hier beim dritten Fenster aus. Auch hier schauen dann die Leerrohre links und rechts eben aus den Fensterleibungen heraus. Interessanterweise sehen hier die Kanten deutlich schöner aus. Also hier ist jetzt kein Beton herausgeschwappt. Man kann sehen, das ist jetzt hier eine relativ saubere Angelegenheit. An dieser Stelle gibt es aber einen relativ großen und zusammenhängenden Lufteinschluss. Also hier ist einfach nicht genügend Beton hineingelaufen. Das muss man dann nachher halt nochmal entsprechend mit irgendwas anderem verfüllen. Und das dritte Fenster, das ist wohl das sauberste oder schönste Fenster hier, was die Betonierarbeiten angeht. Also sowohl die Kante ist hier eben relativ sauber. Und ich sehe jetzt hier auch keine größeren Lufteinschlüsse, also das hat hier in dem Fall eben wunderbar geklappt. Eine weitere Veränderung, die mir hier gerade auffällt, während ich mir jetzt Richtung Technikraum gehe, ist halt, dass es nach wie vor diese Stützen gibt, die eben die Betondecke selbst abstützen, aber die Schrägstützen an den Außenwänden, die wurden mittlerweile entfernt. Hier gab es ja zwei Stützen, die die Außenwand eben in Position gehalten haben, das gab es hier in etwa alle 2-3 Meter und diese Schrägstützen wurden eben entfernt und das macht es jetzt deutlich einfacher, sich hier zu bewegen. Das hier ist jetzt also der Anblick des späteren Technikraums und man kann sehen, hier befindet sich wieder Wasser am Boden. Das war schon immer so, dass das Wasser immer in diese Richtung hier geflossen ist. Also es scheint so, dass die Bodenplatte hier einen leichten Drang oder eine leichte Schieflage hat und das Wasser eben immer in diese Ecke hier fließt. Das ist soweit nicht weiter schlimm. Nachher kommt ja ein Dach drauf und das wird hoffentlich wasserdicht sein. Aber aktuell kann man eben sehen, an den Stellen, wo sich diese Schächte befinden, fließt doch ein bisschen Wasser eben herunter und das sammelt sich dann natürlich am Boden. Außerdem, das kann man eben hier auch am Boden sehen, hier wurden eben diese Styrodorblöcke entfernt, die eben eingesetzt worden sind, um diese Schächte zu formen. All das wurde jetzt hier eben entfernt und befindet sich noch am Boden. Das muss man natürlich nachher noch zusammenkehren und eben aufräumen. Ja, und der interessanteste Teil aus meiner Sicht hier im Technikraum, das spielt sich eben hier in der Decke ab. Da hatten wir eine relativ große Aussparung eben hineingesägt und hier führen alle Leerrohre hin, beziehungsweise gehen eben von hier weg zu den später zu installierenden Bodentanks im Erdgeschoss. Ich glaube, das sind in etwa 45 Leerrohre an der Zahl und man kann sehen, es geht hier aktuell zumindest noch ein bisschen chaotisch zu. Man muss die halt dann alle einkürzen auf die gleiche Länge, damit das hier ein bisschen mehr Struktur bekommt. Aber grundsätzlich bietet mir das halt die Möglichkeit, hier mit ganz viel Flexibilität eben stromführende, spannungsführende Leitungen in die Bodentanks zu führen. Auch Multimedia- und Datenleitungen kann man da eben hinführen. Und je nach Anspruch kann man da eben dann die Leitungen einziehen, die man an dem Ort und beziehungsweise an der Stelle, wo sich der Bodentank befinden wird, eben benötigt.
Ja, das waren jetzt hier so die interessanten Aspekte und Veränderungen im Kellergeschoss selbst. Den einen Aspekt, den kann ich nicht vermitteln, und das ist der Geruch. Also das riecht hier noch neu und vor allem auch so ein bisschen feucht, weil das hier eben tatsächlich noch nass ist. Außerdem ist es sehr dunkel, also wenn ich dir das Licht hier abdecke, man kann sehen, es ist stockfinster. Dennoch ist es hier schön, mal im Kellergeschoss eben durchzulaufen und den Plan, den man hier vorher monatelang vor sich liegen hatte, wiederzuerkennen und zu erkennen, dass das jetzt hier eben Realität geworden ist, dass man jetzt hier sich eben durch das Kellergeschoss eben laufen kann. Und jetzt fehlt natürlich noch Farbe an den Wänden und die Möbel und die Einrichtung und so weiter, aber dennoch kann man jetzt hier sich schon ungefähr vorstellen, wie das nachher aussehen wird. Des Weiteren haben sich noch einige Veränderungen im Außenbereich des Kellergeschosses ergeben und auch die möchte ich euch noch kurz aufzeigen, aber davon muss ich jetzt hier wieder herausklettern. Bis gleich. Ja, jetzt bin ich hier eben aus dem Kellergeschoss ausgetreten und man kann sehen, es ist hier eben stockfinster. Gerade hier im Bereich, wo die Beleuchtung eben nicht mehr ausreicht, sieht man leider gar nichts mehr. Aber zumindest mit der Beleuchtung ist das dann doch noch ein wenig zu erkennen. Man hat halt hier jetzt im Außenbereich weiter damit gemacht, diese Wärmedämmung, dieses Styrodur eben hier anzubringen. Das ist jetzt hier mittlerweile die dritte Reihe neben der Bodenplatte, neben der Isolierung an der Bodenplatte. Das wird nach wie vor hier mit dieser Bitumen-Dickbeschichtung eingestrichen an den Fugen und auch hier eben so hingeklebt, dass man halt, dass das da möglichst wenig oder gar kein Wasser eben hingelangt. Man kann hier auch ganz gut sehen, dass der Bauschaum, also auch diese Fuge wurde eben hier mit Bauschaum ausgefüllt. Die wurde jetzt eben hier wieder bündig abgeschnitten, damit die Wärmedämmung hier eben schön bündig aufliegt. Und was man auch sehen kann, hier im oberen Bereich, hier gab es ja einen Winkel. Auch unten gab es hier jeweils einen Winkel, also es gab zwei Winkel pro Ecke. Die wurden mittlerweile wieder entfernt. Also die waren halt für die Betonierarbeiten vorgesehen, damit das jetzt während dem Einfüllen des Betons eben nicht auseinanderläuft. Jetzt, wo der Beton eben ausgehärtet ist, braucht man das nicht mehr. Das wurde dementsprechend entfernt. Und jetzt kann man eben die ganze Wand einkleiden mit dieser Isolierung, mit diesem Styrodur hier. Hier jetzt also eins der Fenster von außen betrachtet. Das bietet sich hier gerade ganz gut an. Interessanterweise ist der Boden hier außen an der Baugrube schon höher als innen. Das heißt, man kommt hier deutlich besser hin, ohne Leiter und so weiter. Man sieht halt hier die beiden Leere für die Fensterkontakte. Man kann aber auch insbesondere in den Rollokasten selbst gucken und sieht jetzt hier auch schon diese schwarze Platte. Und hier ist auch hier wird eine Montagemöglichkeit existiert hier halt. Dort wird dann die Welle installiert für das Rollo bzw. den Rollomotor. Auf der anderen Seite gibt es halt dieselbe Konstruktion und da wird dann eben das Rollo oder der Rollomotor mit der Welle eben montiert. Und hier auf dieser Seite, jeweils links bzw. von außen betrachtet rechts, sind halt diese beiden Leerrohre für die Zuleitung des Stroms bzw. für die KNX-Leitung. So, das soll es jetzt mal an dieser Stelle gewesen sein. Es ist ohnehin eben sehr dunkel, das macht hier gar keinen Sinn und ohnehin habe ich jetzt hier erstmal nichts weiter zu zeigen. Ich werde sicherlich in den nächsten Tagen hier eben wieder vor Ort sein und auch die Baufortschritte hier dann wieder dokumentieren. Bis dann!